willkommen zu Fallout 4. Wir gehen zurück ins Wasteland. Bob Ross, ihr habt ihn gestern, war es gestern? Kommt mir schon so lange hervor. Gestern Abend gewählt, über Twitter-Vote habt ihr euch für Bob Ross entschieden. Und wir sind Level 5, glaube ich, und sind gerade dabei, ein schergenhaftes Raider-Nest auseinander zu pflücken. Denn das wurde uns von Siedlern als Auftrag mit auf den Weg gegeben. Hey! Wir können es auch selber machen, wir beauftragen aber lieber diesen Level 4 Charakter, der kaum Schaden macht, der kaum Leben hat, und so müssen wir uns jetzt hier von dunkler Ecke zu dunkler Ecke schleichen, um nicht den Raider zum Fraß zum Opfer zu fallen. So, er lädt. Schön, dass ihr da seid. 4 Stunden erwartet euch, 4 Stunden werden wir uns durchs Fallout Wasteland wühlen. Ich bin sehr gespannt, was am Ende für ein Level auf uns wartet. Dulim, 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 dulim. Ich habe selbst einige Zeit nicht mehr gespielt. Also privat bin ich leider gar nicht dazu gekommen, meinen Heini weiterzuzocken. Was mich sehr traurig macht, denn eigentlich bin ich total im Suchtmodus. Aber werde aufgrund äußerer Umstände daran gehindert, weiterzuspielen. Das ist ein fürchterliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Zumindest kann ich ein bisschen mit Bob Ross weiterspielen. So. Guck mal hier, ah ja. Die Waffe, was ist das für eine Waffe? Das ist der Griff und das ist hier die Waffe, ja. Fahrradkettensäge. Okay, hier waren wir doch. Okay. Da ist unser Missionsziel. Das heißt, ich muss hier einmal hin. Wo sind die ganzen Raider? Ach genau, da hatte ich hier reingeguckt, von da kam ich. Und hier ist Sense, alles klar. Kann ich hier pennen? Ja. Die lassen mich pennen. Wir spielen auf PlayStation 4, falls ihr euch das fragt. Oh, die Dinger sind so creepy. Die stehen überall rum. Die sind so creepy, die Viecher. Okay. Ich muss aber nach oben. Wo komme ich denn? Wie ist das eigentlich? Nee. Das ist gar nicht mein. Ich habe so einen komischen Lichtschein um mich rum. Naja. Muss ich hier hochkommen. Oh, shit. Na gut. Tschüss. Oh, alter Schwede, ey. Was eine Orgie, was eine Blutorgie. Den habe ich erwischt. Seht ihr? Und nachdrehen. Hier sind, da sind die noch, die ganzen anderen Typen. Sind alle noch hier unten. Hundimann, ey! Bleib doch mal hier, Hundimann! Wo willst du denn? Oh! Dude! Das ist nicht... Nein! Wo sitzt du denn da? Erwischt. Ihr seht, es ist manchmal wesentlich effizienter. Jetzt hat der meinen Hund aufs Korn genommen. Lass meinen Hund in Ruhe. Aus der Hand zu schießen. Oh, shit. Oh, ich muss nachpumpen. Scheiße. Komm, dein Bein nehme ich. Boah, guckt euch das an hier. Hatte sie da noch einen, so ein... An einer Sehne hing das Bein noch, an einer halben Sehne. So, immer mal zwischendurch speichern. Das war eine Schrotflinte, oder? Das beantworte ich mit einer Schrotflinte. Nee. Okay. Hat er ihn erwischt? Ja. Na gut. Dann looten wir mal ein bisschen. Gasmaske mit Brille. Ja, wir haben natürlich jetzt eine Brille und einen Hut. Gasmaske mit Brille nimmt sowohl Augen als auch Kopfslot weg. Wo bist du? Trau dich doch.
Irgendwo ist noch einer, oder? Naja, für den Moment gerade nicht. Aber da kommt bestimmt noch. Wie komme ich denn hier rein? Hast du Angst, was? Meister. Solltest du auch haben. Ja, lauf nur weiter. Mhm. Wo bist du, Homie? Wo hast du dich versteckt? Achso, hier ist der Fahrstuhl. Was haben wir denn hier? Stange Zigaretten. Die Dinger sind immer gut. Also Zigarrenkiste und Schachtel Zigaretten und so. Die nehme ich immer gerne mit, weil sie relativ wenig wiegen, aber zum einen einen ganz guten Wiederverkaufswert haben. Guck mal, zum Beispiel auch diese Aluminiumdose. Ein sehr unterschätztes Stück Müll. Aluminium ist nämlich ein wertvoller Rohstoff. Und die Zigaretten und Zigarren, die kann man echt entweder gut verticken. Da, es gibt ja immer eigentlich im Prinzip die Relation aus Gewicht und Wert. Je mehr Kronkorkenwert man mit einem Item bekommt pro Gewichtseinheit, desto mehr lohnt sich das auch, das zu looten und einzupacken. Wenn das jetzt natürlich was ist, was man sowieso verkaufen will oder anderweitig. Ah. Guck mal, da ist er. Oh, ich muss nachpumpen. Shit. Erstmal nachpumpen. Da liegt er. Okay. Aber das war bestimmt nicht der letzte. Da ist noch irgendwo eine Ische. Das höre ich doch. Ich werde verrückt, ich schwör's. Ja, ich schwör's. Bam, 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 bam. Wo bist du denn? Madame. Oh, da oben ist ein. Oh, da sind noch zwei Türme, habt ihr gesehen? Okay, Nummer 1. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ah. Wo ist die dumme Dame denn? Die mich hier so beleidigt. Da war doch. Da oben ist noch einer. Guck mal, ob ich das von hier, ob ich ihn von hier erwische. Nee. Oder? Doch, den Raketenturm habe ich tatsächlich eben noch erwischt. Ein Schuss hat gereicht. Ja, du warst doch gerade noch da. Kommst du nochmal wieder oder was? Nee. Dann komme ich eben. Scheiße, hab sie wohl verjagt. Mhm. So. Okay. Und nachpumpen. Na, wo bist du? Da ist doch noch einer. Da. Da warte ich mal kurz auf dich. Hab ihn erwischt? Ja, ich hab ihn erwischt. Haha, durch den kleinen schmalen Korridor da. Super gut. Okay, dann ist es Looten-Zeit. Sehr gut. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier noch abstauben können. Ich meine, manchmal sind hier noch so Versprengte, ne? Aber besser aufpassen. Nicht, dass man... Ne, du bist tot. Ja, sag ich doch. Manchmal ist jetzt das Missionsziel wurde zwar als erfolgreich angezeigt, aber das war dann wohl nur irgendwie der eine Anführer von denen oder was auch immer. Sackkapuze mit Riemen. Die muss ja echt hässlich sein, wenn die sich freiwillig so einen Strohsack über den Kopf zieht. Einer ist hier übrigens mindestens noch. Hab ich doch gerade gehört. Zeig dich doch mal. Komm zum Einzelkampf.
Oder traust dich nicht? Traut er sich nicht? Hier ist er doch irgendwo. Ich meine, ich könnte ihn jetzt auch leben lassen, aber das geht nicht. Der hat mich gekränkt. Mit seinem Geschnatter. Oh, hier diese... Guck mal da. Unter mir. Was ist hier eigentlich drin in diesem Serverraum? Ist hier irgendwas Tolles? Ne, den kann ich leider nicht betätigen, diesen Griff. Okay, was soll der Scheiß? Steck, wer ist da? Vor mir! Ach komm, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ihr nervt mich. Ich brauche euch nicht zum Glücklichsein. Ihr braucht mich viel mehr als ich euch. Also gehe ich jetzt mal hier zurück. Ja, ich denke mal, wir haben getan, was die Leute von uns verlangt haben. Ich will die aber eigentlich auch looten, ne? Also der hat bestimmt auch irgendwas Tolles noch. Oh, nicht so lange laden. Shit. Ich wollte eigentlich nochmal reingehen. Ich habe mir gerade überlegt, ich will die Typen doch nochmal looten und nochmal nach da oben gehen, wo der Kerl war, der als Missionsziel angezeigt wurde. Warte mal. Ah. Okay. Oh, ich hab keine Muni. Nachpumpen. Da ist noch einer. Oh, pumpen. Nach jedem Schuss muss ich pumpen. Also, ich hab das Gefühl, außer Hand sind Kopfschüsse wesentlich einfacher. Boah, ist dunkel. Oh shit, eine Granate. Lauf, 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 lauf. Okay. Ah, da oben bist du. Ah, alles klar. Granate? Bin ich hier geschützt im Rohr? Ja, ein bisschen. Okay, der da oben ist schon mal weg. Oh, da kommt noch einer. Wie viele sind denn das? Das ist auch meine geile Waffe alle. Da hinten ist der drin. Naja. Also ich hab grad... Oh. Wer kommt von hinten? Wer schießt mich von hinten? Oh, da oben! Scheiße, ey. Na? Na? Okay, den haben wir erwischt. Mal ein Stimmy nehmen, mal schnell mal ein Stimpack nehmen. Okay. Da hinten. Na, aber ihr seht, das ist halt echt, die Trefferquote ist halt miserabel, ne? Boah, der wird besser. Da werde ich besser treffen. Wo ist er? Oh, na, nächste Granate, shit. Oh, schnell mal weg. Granate ist ungeil. Oh, also das sind ja noch richtig viele hier, ey. Richtig, richtig viele hier gerade noch. Okay. Aber kaum noch Muni. Was haben wir denn? Ich habe da noch so andere. Ne, die Minigun natürlich nicht, aber was ist denn mit der hier zum Beispiel? Von denen
Habe ich genug Schuss? Da kann ich ruhig ein bisschen so rumbraten. Okay, die sind da oben. Aber auf der anderen Seite, oder? Da oben, ja. Aber die Entfernung ist natürlich echt derbe. Ob ich da auf die Entfernung treffe? Na? Nee, also die Waffe ist einfach nicht, auch nicht gut auf Entfernung. Na? Oh, er trifft ja gar nichts. Bei dem Tempo sind die, ist die Muni natürlich gleich auch alle hier. Nichts? Oh, die macht auch keinen Schaden, ey. Tja, die hat halt keine Reichweite. Na? Komm, trau dich. Na, jetzt kommt's dann da. Oh, endlich. Ist da noch einer rechts durchgeflutscht oder was? Oder ist das seine Leiche gewesen, die komisch animiert war? Das war's von der Seite. Aber da oben sind noch zwei. Boah, es wimmelt hier echt von den Pissern, ey. Unfassbar. Ich möchte mal ein bisschen looten, in der Hoffnung, dass ich... Ernsthaft? Okay, mal gucken. Was haben die denn hier? Das ist gut, Splittergranate ist gut. Impro-Pistole. Von denen habe ich doch schon so viele. Oh, alter Schwede. Nee, den kann ich auf den Kopf hauen. Da versteckt die sich wie so eine feige Sau da hinten. Lässt ihre Kollegen die Drecksarbeit machen und hat auch noch dumme Sprüche auf Lager. Und nicht mal coolen Loot. Redaway ist auch sehr gut. Redex und Redaway sehr unterschätzt. Kann man immer gut gebrauchen. So, wo sind jetzt die anderen Typen? Dich hatten wir gerade schon, ne? Nee. Leguan am Stiel. Impro-Gewehr kurz. Schlagring. Was hast du noch für uns? Patrone. Yum-Yum russische Eier. Was ist das denn? Egal, ich nehm's mit. Lederrüstung, Raider-Leder. Dann da hinten gibt es auch noch ein bisschen was. Impro-Automatik-Pistole. Kann ich eigentlich das Gurtzeug auch anziehen? Wenn ich... Ich glaube nicht, oder? Mal eben gucken. Kleidung. Wenn ich jetzt das Gurtzeug noch drüber lege. Ach so, die Alternative ist dann... Das Minuteman Outfit. Ah, okay, alles klar. Ne, da haben wir, beim Minuteman Outfit haben wir ja plus 1 Bewegung, plus 1 Wahrnehmung. Das wollen wir natürlich nicht eintauschen. So, was habe ich denn hier noch bekommen? Also, die Impro-Pistole haben wir. Machete. Impro-Repetitierpistole. Oh, 40. Ah, okay, die hat aber 308 kalibrige Munition und die ist echt selten. Das ist dieselbe Munition, die man mit der Standard- Schrotflinte und Standard-Sniper-Rifle, nicht Schrot, sondern Hunting-Rifle hat. Deswegen ist die echt wertvoll, die Munition. Aber das ist schon ein Argument. 40 Schaden ist schon ein Argument. Was haben wir hier noch dazu bekommen? Das ist nicht so viel. Das ist auch interessant, 34. Aber das ist auch wieder diese Muni. Von der wir nicht so viel haben. Lasermuskete haben wir wieder alles aufgebraucht. Leuchtvisier. Die würde ich gerne mal... Können wir ja mal im Dunkeln ausprobieren. Wo habe ich die denn hingelegt? Da. Was ist die, die ich habe, oder was? Naja. Gut. Okay.
Und wo habe ich die Pistole? Da. Gut, mit der, die benutze ich jetzt mal mit der sündhaft teuren Muni. Und mache mich mal auf der Suche, auf die Suche nach den anderen Typen, die jetzt hier noch fehlen. So. Mal speichern kurz. Oh, da liegt noch eine. Immer noch über mir. Da bist du. Ja. Da reicht dann ein Schuss auf die Entfernung. Okay. Zack, zack. Komfort. Griff, Stecherabzug, Impro-Pistole. Okay, das ist dann wahrscheinlich einfach eine bessere. Die hat schon zwei Mods, Komfortgriff und Stecherabzug und deswegen hat die 15 Schaden. Und das Pendant zu der Impro-Pistole wäre dann dieses Impro-Repetitive 40, 15 Schaden und die andere, macht das überhaupt irgendeinen Unterschied? Auch 15 Schaden. Naja, ist vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Reichweite ist deutlich besser wahrscheinlich als bei der anderen, ne? Ja, Reichweite ist hier 83 und Feuerrate 55 und die hat halt durch die Upgrades 83 Feuerrate, 119 Reichweite, was echt besser ist. Deswegen packen wir die mal auf den Slot. Und ich glaube, so langsam muss es das dann auch mal gewesen sein mit den Feinden hier, oder? Ich glaube, ich sehe hier auch niemanden. Da ist noch einer. Auch über uns wieder. Ah, zwei sogar noch. Okay. Aha. Da hinten. Okay. Wollen wir mal einen Stimpack nehmen? Shit, von wo? Nee. Okay, einer ist unter mir. What the fuck, dude? Nee, das gefällt mir gerade nicht. Boah, das sieht man echt ganz schlecht gerade. Ich sehe kaum was. Wo ist der Typ? Shit, Mann. Oh! What the fuck? Oh, da oben ist noch einer. Okay. Also von wegen, das waren die letzten. Hier gibt es auf jeden Fall noch Typis, die mich nerven. Da. Mal stehen. Da unten, ey. Okay. Muss ich jetzt da runterkommen oder kommst du zu mir? Oh, jetzt ist er da unter der Treppe. Da. Da. Bleib mal stehen! Na? Na, vielleicht so? Erwischt? Nee. Oh, ich will ja nicht ganz runterlaufen. Komm, Homie. Da ist der Kopf. Seht ihr ihn? Das war's. Okay. Gut. Wie viele haben wir denn noch? Das ist ja echt, das wimmelt ja hier nur so von diesen Typen. Mann. War's das denn jetzt? Oder ist noch irgendjemand ohne Fahrschein? Das ist ganz schön viel gewesen, was die von mir wollten. Schicken die einen Typen hier hin, um eine Base mit 100 Raidern auszulöschen? Das ist schon eine ganz schön große Bitte. Hm.
gekochte Lederrüstung, rechter Arm. Ich trage zu viel. So, die ist ein bisschen besser, die wir gerade bekommen haben. Na, wo ist sie denn? Da, nee. Gekocht. Ja, gut. Aber die anderen Sachen hier, zum Beispiel das. Gewicht 3, Wert 8, das ist alles Quatsch. Und ich schmeiße das jetzt mal weg. Das brauche ich alles nicht so dringend. So. Jetzt geht's wieder runter. Ja, großartig. Zu looten gibt es hier irgendwie nichts, ne? Bibim, bibim. Und niemand wartet hier auf mich? Hallo? Was ist eigentlich für ein Signal? Ist hier die ganze Zeit. Ja, ich glaube, hier oben ist wohl nichts mehr. Das scheint mir alles nur so eine komische Industrieanlage zu sein. Hatte ich die hier schon gelootet? Ich glaube nicht. Kronkorken, Patrone, Mollo, Kurz-Impro-Gewehr, Zigarre. Nehmen wir mal mit. Kronkorken, Patrone, Automatikpistole. So. Okay. Dann können wir jetzt hier mal ein bisschen looten, oder? Jet, Buff Out, Baumwollgarn. Das ist ja geil. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Baumwollgarn. Eine Sicherung. Nehme ich mal mit. Kostet bestimmt nicht viel Gewicht, aber klingt so, als wenn man da gut was draus Zollstock looten könnte später in dem Dings, in meiner Base. Schrank. Schnapsglas. Brauche ich nicht. In der Apokalypse trinkt man Schnaps aus Flaschen. Okay. Ja, was haben wir denn hier? Mach mal Licht an. Ich glaube, jetzt muss ich auch nicht mehr so sehr drauf achten. Forgotten Meters. Measure no radiation. Da. 10 mm. Right away. Superkleber ist gut fürs Looten. Kleber ist eine wichtige Ressource. Oh. Ja, Ölkanister, Aluminiumkanister, das will ich alles haben. Homie, komm mal her. Hey. Auch immer wieder gern gemacht. Das mache ich ständig bei meinem privaten Charakter. Das ist eigentlich nervig. Aber ich gebe dem immer meinen ganzen Kram. Das kann der alles schön für mich tragen. Habe ich wieder ein bisschen mehr Platz und der kann zum Beispiel auch hier kommen. Ah, shit. 10, nee, ach, alles Schwachsinn, brauchen wir alles nicht. Kann auch nicht jeden Scheiß mit sich rumschleppen. Guck mal, ich habe hier noch zu viel Schrotflinten. Das kannst du alles tragen, Hundi. Hm. Dann müssen wir gleich zu Hause mal in Ruhe ausmisten. Ich kann mir jetzt natürlich auch nicht so viel Zeit lassen und hier alles genauestens looten. Das langweilt euch ja bestimmt. Okay, also es scheint mir so, dass das, was ich hier machen sollte, das habe ich gemacht. Ich habe eine Überlegung noch gehabt, nochmal da reinzugehen, weil ich das das Missionsziel ja quasi hier erledigt hatte. In Form des Typen, den ich abgeknallt habe, dem einen. Und ich weiß nicht, ob der irgendwas Besonderes vielleicht hat. Manchmal haben die auch irgendwelche Schlüssel oder so. Aber okay, komm, ey, das dauert wieder so ewig, bis ich da reinkomme. Ich mach das jetzt mal nicht, sondern wir checken jetzt mal eben. Da. Wir gehen mal zurück nach Ten Pines Bluff und holen uns mal die versprochene Belohnung ab. Denn ganz ehrlich, für so viel gekillte Raider
Da muss es aber auch dementsprechend eine coole Belohnung geben, oder? Wie seht ihr das? Aber diese Ladezeiten, ne? Ach ja, guck mal, ich kann die Fliege hier so geil drehen. Mit dem fiesen Stachel. So. Da sind wir. Wo ist denn, bitteschön? Da ist er, mein Questgeber. Ackert hier im Beet. Hallo. Hey. Na, wie geht's? Hast du die Raider gefunden? Ich habe mich um sie gekümmert. Ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Siehst du? Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Bitteschön, dreh mir ruhig den Rücken zu. Okay, ich krieg jetzt hier keine XP, die krieg ich erst gleich in meiner Hauptbase. Aber jetzt habe ich hier quasi diese Base freigeschaltet und jetzt müsste ich natürlich auch hier wieder diese Beacons bauen. Und ihr seht, Kristall, Kupfer, Keramik, es fehlt hier an allen Ecken und Enden. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof. Und man kann hier auf dieser Base auch nicht besonders viel Ressourcen abgreifen. Es gibt hier ein bisschen Holz und so. Aber hier ist auch unglaublich... What the fuck, ey? Ich bin doch hier in der Safe Area. Ich bin doch mitten im Baumodus, Mann. So ein Quatsch hier, Leute. Schätze mein gutes Karma. Habt ihr mir gerade eigentlich ein bisschen geholfen? Ja, weil die wehren sich auch, die Typen. Ich bin mal Zeuge geworden, wie meine Tankstellensiedlung angegriffen wurde von Supermutanten. Und da haben die alle zur Waffe gegriffen und haben gegen diese Supermutanten gekämpft, als ich zufällig gerade da war. Und der eine Typ ist sogar in meine Power Armor geschlüpft. Einfach so ein Siedler, der hat sich meine Power Armor geschnappt. Und ja, und hat dann darin gekämpft. Das ist nicht eigentlich fast ein bisschen dreist, mir die einfach so zu nehmen. Gut, ich baue jetzt vielleicht mal hier, weil die haben hier einfach nix. Und da ich schon mal hier bin, kann ich denen mal so ein kleines Häuschen bauen. Wie viel Holz habe ich denn überhaupt? Mal so einen Boden verlegen. Ja, habe ich genug. Kann ich mal hier so direkt nebenan. Komm, bauen wir mal zack. 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 Na, da passt nichts mehr ran. Doch, passt auch noch ran. Okay. Schon mal ein bisschen vorbereiten. Ja, jetzt. Das ist die Plattform. So, gibt es hier noch mehr Holz? Also das ist echt ein sehr ressourcenknappes Fleckchen hier. Huch, ich holz so ungern die gesunden Bäume. Ich meine, gesund sind die alle nicht mehr, ne? Apokalypse. Aber manche Bäume sind so prächtig, die will man eigentlich gar nicht abholzen. Aber komm. Da das kleine Hütte, da bauen wir nochmal zu Ende, weil das, guckt euch das mal an, wie schäbig die hier leben. Diesem kleinen Drecksloch, da pfeift der Wind durch, eklige Matratzen und dann auch so ein kleiner Shack. Das ist natürlich nix für die Dauer. Deswegen baue ich den jetzt nochmal eben ein kleines, geht ganz schnell, zu Hause. Ah, erstmal machen wir die Tür. Kriegst du hier eine Tür? Oh, zack, und dann ein paar Wände. So. Oh, jetzt brauche ich wieder mehr Stahl. Och, komm. Mist. Badewanne, kriege ich Stahl dafür? Ein Stahl nur. Das ist zu wenig. Ich erinnere mich an diese Siedlung aus meinem Spiel. Hier ist überhaupt nichts zu holen. Hier gibt es, warte mal, hier gibt es noch irgendwie diese kaputte Toilette. Gut, ein bisschen Keramik. Beton ist auch ganz gut zu haben. Was ist das? Aber es gibt hier nicht so viele geile Sachen. Beton ist... Ja, es gibt halt ein paar Siedlungen,
Ah, komm, der Grill, der sieht zwar gut aus, aber der muss mal dran glauben. Ich befürchte, ich habe hier nicht genug Stahl. Ich weiß nicht, ob mein Hund... Boah, Alter, wer bist du denn? Ey, du siehst... Was sahst du eben schon so aus? Krasser Typ. Es gibt halt... Jede Siedlung verfügt über gewisse Rohstoffe und bei anderen mangelt es eben. Und das ist dann echt, wenn man nicht diesen Local Leader Perk hat, dann ist es so nervig. Ja. Weil man ständig von A nach B reist, um irgendeine Kleinigkeit zu finden. Jetzt habe ich hier nicht genug Stahl. Jetzt kann ich das nicht zu Ende bauen. Schidiut, muss ich später wiederkommen. Es sei denn, ich habe noch irgendwas bei meinem Hund dabei. Aber ich glaube, der hat auch nicht viel Stahl. Möglicherweise, aber ich weiß es nicht. Gut, das war es dann für den Moment erstmal hier. Wir holen uns mal die Erfahrungspunkte ab. In Sanctuary. Damit wir einen Levelaufstieg haben. Und ab Level 6 können wir dann auch diesen Local Leader Perk machen. Und ich bin sehr gespannt, weil bei meinem privaten Spiel habe ich diesen Perk nicht. Denn man braucht Charisma 6. Ich habe bei mir angefangen mit Charisma 1, glaube ich, oder so. Ich habe den völlig vernachlässigt. Und habe dann aber hinterher gemerkt, shit, gerade, habt ihr vielleicht gesehen, was ich da so gebaut habe. Dafür braucht man unfassbar viel Ressourcen. Und es ist, wenn man so spielt, es gibt sicherlich auch Leute, die lassen dieses Baufeature völlig außen vor. Aber wenn man das so spielt wie ich, dann reißt man so viel hin und her. Zum Beispiel, guck mal hier. Hier gibt's Stahl, seht ihr? Hier gibt's Stahl en masse, der ganze Scheiß hier, Rubber, alles. Kickball. Jetzt könnte ich theoretisch den Stahl einsammeln und dann eben nach drüben in die andere Siedlung gehen. Und ich könnte auch das eine Haus fertig machen. Nee, den nicht. Aber wir wollten erstmal zu Preston und uns die XP abholen. Diese alten Briefkästen, alten Autos, alles Stahl. So, er läuft immer hin und her. Ja? Und die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Dankeschön. Ach, übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Nachfrage. Ich hab dir nie erzählt, was mit dem Minutemen passiert ist. Wieso ich einer der Letzten bin. Das stimmt. Du bist der letzte Minuteman? Ja, dann erzähl. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt? Nun? Jetzt bin nur noch ich übrig. Ja, den Dialog machen wir eben noch zu Ende. Wir fragen nochmal nach dem Quincy-Massaker. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ja, nicht aufgeben, ne? Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Ja, ich kann das. Danke. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel, Gabi. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? Klar. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. General? Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Okay.
Ja? Da sind immer so Pausen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. So. Okay, den Dialog haben wir noch mitgenommen. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Und ja, dann geht's gleich weiter, wa? Ne? Bis gleich.